Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, sie alle werden immer meine Familie sein. Jo, okay. Hallo und herzlich willkommen bei Fallout 76. Ah, endlich ist es soweit. Ich konnte es kaum abwarten. Und jetzt geht's endlich los. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ah, wunderbar. Und schön, wie mir einfach alles bekannt vorkommt aus Fallout 4. Charaktererstellung, genial. So, gut, dann fangen wir einfach mal an mit dem Charakter. Ich schätze mal, das wird eine Weile dauern, bis ich den richtigen für mich gefunden habe. Welches Grundgesicht nehmen wir dann? Der sagt mir ja nicht irgendwie am meisten zu. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich kann es kaum abwarten. Ich spiele das Ganze jetzt tatsächlich am 1. November. Den 30. hat es mir leider nicht gereicht. Von der Uhrzeit her. Nee, der auch nicht. Deswegen spiele ich es am 1. Oh, der ist ein bisschen alter Bursche. Nee, lass mal. Was ist mit dem hier? Nee, auch nicht. Halt, stopp. Komm, so, ich nehme jetzt den hier. Alles klar, dann passen wir den mal an. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Mir egal, ich mache jetzt ganz entspannt und gemütlich. So, als erstes mal... Bart. Mach mal kurz keinen Bart. So.
Um Himmels Willen, wie siehst denn du aus? Pass es mal auf. Wir fangen mal. Typ? Nee, faltig nicht. Runzlig, ernst. Strukturiert, das gefällt mir gut, das nehme ich. Was haben wir hier? Augenlider unten. Augen. Typ. Klein, schmal, schief, stechend, wachsam. Oje. Durchtrieben. Oh Gott, das wird jetzt echt eine Weile dauern hier. Dass es hier alles gibt, ist ja Wahnsinn. Ausgeruht. Ah, nee, oder? Weiß nicht. Hm. Das war ein Standard. Schmal. Ich glaube, die können wir lassen. Jo, ich lass die mal. Machen wir als erstes mal die Nase. So, wo ist denn hier? Römisch? Nein. Markant? Stell ich mal zur Seite. Jetzt sieht er ganz kurz, sieht er irgendwie komisch aus. Halt herabhängend? Nein, nein, nee. Oh Gott. Wie ist es? Ups, wo ist es hin? Hier, wie ist es denn damit? Das geht doch, oder? Ach, ich kann das sogar noch. Na? Ich glaube, ich nehme die hier. Der Mund, der muss auf jeden Fall anders. Geht mal gar nicht. Mollmund? Nein, abgerundet. Oh Gott. Uiuiui. Durchschnittlich, genau. Jo. Ich nehme das. Trotzdem komisch aus, der Bursche. Ne, das ist jetzt wieder Bart. Immer noch Bart. Ach, irgendwie sagt mir das nicht zu. Machen wir erstmal die Haare. Fangen wir mal dann mit den Haaren an. Da nehme ich Ödländer. Jo, das sieht doch gut aus. Oder? Farbe. Kühles Braun, warmes Schwarz, Nachtschwarz, Weiß. Nee, lila. Lieber nicht, lieber nicht. Rotbraun. Ich hoffe, man kann das im Kühler auch jederzeit wieder ändern, so wie in Fallout 4. Das wäre natürlich super. Ich nehme jetzt einfach mal Braun. So, du hast jetzt braune Haare, mein Freund. So, jetzt kriegst du natürlich auch noch einen Bart. Aber mir sagt das Gesicht noch nicht ganz zu hier. S. Formen. Oh Gott. Breitmaulfrosch. Sehen wir mal schmal. Das ist okay. Annehmen. Als ging ja auch noch, ne? Altig, Ausschlag, Ettig. Cool. Muskulös. Yeah. Ich belasse es mal dabei. Kinn machen wir auch mal Formen. Oh ja. Auf keinen Fall. Drehen.
Um Himmels Willen. Ne, warte, andere Richtung. Und wieder zurück. Ja, das glaube ich, so ist am besten. Nochmal annehmen. Mund oben. Na, was passiert hier? Passiert gar nichts. Abbrechen. Augenbrauen geht's auch noch, ne? Genau. Machen wir Typ. Wungen. Oh Gott. Durchschnittlich. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Eine Narbe. Sieht aus, als hätte er schon was erlebt, der Bursche. Oh Gott, nein. Nee, lass das auf keinen Fall. Also entweder das hier oder tatsächlich... Nee, wo war's denn jetzt? Oder? Komm, wir machen. Lass ich auch bei Original. Aber hier geht noch was, ne? So, pass mal auf. Ah ja, guck mal. Oh, macht das Spaß. Warte, ich gehe nochmal auf Abbrechen. Dann nochmal auf Augenrohr. Hier auf das. Formen. Und was war es jetzt hier? Das? Ja, genau das hier. Ist ein bisschen ernsteren Blick, der Kerl. So. Die Ohren. Gibt's da noch? Üb. Was, ohne Ohrläppchen? Auch durchschnittlich. Aber durchschnittlich 2. Das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Kann man machen. Ah, der Kerl sagt mir trotzdem noch nicht ganz zu. Naja. So, ich gucke wegen den Augen nochmal. Kann ich jetzt hier drehen? Himmels Willen. Abbrechen. Typ. Fangen wir mal ganz oben an. Ausgeruht. Was am besten dazu passt. Irgendwie gar nichts. Mach doch mal die Augen auf. Gar nichts. Klein, schmal. Schief? Nee. Aber jetzt stechend. Wachsam. Durchtrieben. Ich glaube, ich nehme wachsam. Das sieht mir irgendwie am besten aus. Na, warte mal. C, Farbe. Blau. Blau, Blut unterlaufen. Nicht schlecht. Braun. Okay, Stahl sieht gut aus. Boah. Oh, cool. Hellgrün. Krass, 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 krass. Blut unterlaufen sieht gar nicht ganz cool aus. Also lass ich gleich so. Oder machen wir blau oder hellblau? Grün Blut unterlaufen. Das ist natürlich auch cool. Ich glaube, ich lasse das Original. So, jetzt kommt's. Der Bart. Der Typ braucht einen Bart. So viel steht auf jeden Fall fest. Aber nicht hier so ein Pornobalken. Kannst du knicken.
Was ist denn das? Unkraut hier. Ja, irgendwie sieht er noch komisch aus. Oh je, oh je. Das hat was. Das geht. Vollgas ging er auch. Aber am liebsten gefällt mir natürlich das. Quatsch, am besten gefällt mir natürlich das hier. Oh, da läuft schon einer rum. Oh, der hat ein ziemlich breites Gesicht. Ich nehme das mal. Mal gucken, geht das noch schmaler? Gesicht. Hi. Hm? Was ein langes Gesicht? Nein. Ich muss zu den Wangenknochen. Wo sind die denn? Halt, hier war es gerade. Wangen. Formen. Uch. Oh, um Himmels Willen. Nee, ein bisschen schmaler. Ein bisschen schmaler. So, ich probiere es nochmal. Tut sich ja gar nichts, wenn ich das Mausrad. Oh, warte. Ich glaube, so ist ganz gut. Ah, so, so. So lasse ich es jetzt mal. Oh, der Mund. Geht das noch ein bisschen schmaler? Formen. Oh, warte mal, so. Umfang. Hm. Naja, Schönheit ist er nicht. Jetzt will ich gerne die Augenbrauen nochmal bearbeiten. Ich glaube, zu dem Vollbart passt tatsächlich das hier am besten, oder? Oder? Das geht natürlich auch. Jo, machen wir das hier. Jetzt können wir nochmal nach dem Bart schauen. Aber der Mund ist eine Katastrophe. Oh, ich mache Abenteurer. Das passt schon. So, was gibt's noch? Extras. Huch, nee, hier. Make-up, unbedingt. Der Kerl braucht jetzt noch einen Lippenstift. Ein bisschen Lidstrich. Nee, lass mal. Male. Oh Gott, nein. Weg damit. Makel. Was? Das ist eine Wange. Nee, lass mal weg. Schaden, was gibt's denn hier Feines? Halt, dreh ich mal gerade. So. Oh, das sieht doch schnieke aus hier. Warte mal, wenn ich das ein bisschen... 70. Achso, jetzt hätte ich auch noch... Base. Na, das sieht doch nach was aus, oder? Interessant, das ist eigentlich genau dasselbe wie aus Fallout 4 hier. War mir eigentlich klar, dass es so sein wird. Warte, irgendwo war noch was. Ja, das da würde auch dazu passen. Oh ja, wieso nicht? Machen wir hier so einen verranzten Kerl. Verflixt. Verflixt. Halt. Wo war's denn jetzt? Hä? Wo war's? Ja, das war's. Machen wir auch auf 70 runter. Jo.
Hat doch was. Jetzt können wir nochmal bei den Frisuren gucken, mal ganz schnell. Gucken, hier. Wo waren das nochmal? Gesicht. Stil. Was gibt's denn jetzt noch? Ja, da. Könnte jetzt eher dazu passen. Das wäre natürlich. Ja. Nee. Haarknoten. Nope. Gammler. Auf keinen Fall. Wilde Mähne, Ödländer. Das geht natürlich auch noch. Hat was. Ja, ich sagte ja, das wird ein bisschen dauern. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus hier. Also die Frisur hat mir auch in Fallout 4 schon immer ganz gut gefallen. Aber ich hoffe, es gibt mal ein paar neue. Oh, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Um Himmels Willen. Ja, hier Kellogg, ganz klar. Nee, danke. Nee. Oh, Anchorage. Natürlich. So, ich zendiere zwischen Special Forces und gepflegt. Oh, ich nehme mal das, oder? Vielleicht auch noch eine andere Haarfarbe. Was Helleres oder was Dunkleres. Hier natürlich auch. Ja, hier so ein bisschen dunkler. Dunkelbraun, tiefschwarz. Oder halt Silber. Sieht doch eigentlich auch ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Geralt jetzt mit... Wenn ich so die lange Haare hinmache, dann könnte es eigentlich passen. Ne? Stahlgrau. Ist auch nicht schlecht. Nee, ich hab's lieber gern. Dunkel. Tiefbraun. Dunkelbraun. Jo, ich mach dunkelbraun. Passt. Alles klar, jetzt gehen wir noch auf Körper. Muskulös. Bisschen dicklich. Mächtig. Nee, komm. Der Kerl kriegt eine ordentliche Statur. So. Würde ich sagen, oder? Ganze Fett. Sieht trotzdem komisch aus, der Bursche. Aber ja, gut, okay. Alles klar. Enter. Erledigt. Gibt dem Charakter einen Namen. Ja, ganz klar. Mikesh. Enter. Huch. Was? Gibt's ein Foto mit Move? Blablabla. Okay. Ja, Moment. Hallo? Achso. Schnappschuss machen, da unten steht's ja. Lächel doch mal, du. Blaume. So, T-Menü umschalten. Was ist das hier? Ach, da hätte ich jetzt noch hier rumspielen können. Ja, nee, das passt so. Oh yeah, cool. Jetzt geht's los. Aha. Mach die Funzel an. Oh, geil. Das ist ja richtig geil. Oh, endlich geht's los. Endlich kann ich hier rumlaufen. Oh, Terminal. Ah, ein froher Rückeroberungstag. Was haben wir hier? Ah. Ja, wie diese kleinen Ingame-Spielchen. Was? Nee, komm, lass mal stecken. Yes. Die sind eingeladen. Was haben wir hier? Blablabla. Sammle den Pip-Boy. Wo ist er? Wo ist der Pip-Boy? Da. Ich sehe mich erstmal ein bisschen um hier. Boah, cool. Allein schon, wie die Grafik aussieht. Richtig geil. Richtig gut. Ah, was? Keine Stimpacks drin? Was soll denn das?
Frechheit. Oh, warte. Need more sugar bombs. Auf jeden. Sag mal hier. Stuhl sitzen. Huch. Was ist denn das? Keine Third Person. Na, wie ging das? Nee, so auch nicht. Gibt's hier keine Third Person? Da ist das Schlafzimmer. Können wir nichts mitnehmen. Oh, cool. Geil. Oh, das macht Spaß. Ach was. Oh Mann, das ist ja geil. Ha! Ist ja geil. Cool. Richtig cool. Oh, ich feiere das gerade. Geil. So, was haben wir hier? Jo, ich mache das mal wieder aus. Sicher, sicher. Fernseher. Ausmachen. Strom sparen. Lampe. Ja, ich hole mir gleich den Pip-Boy. Keine Sorge. Ich bin gleich soweit. Ich will mich trotzdem hier noch ein bisschen umgucken. Ah. Was? Cleanest Toiletten Award. Ah, nicht schlecht. Cool. Richtig cool. Oh, das Spiel gefällt mir jetzt schon richtig geil. Ich wünschte, es wäre Singleplayer. Aber naja, ich will mich ja nicht beschweren. Ich bin zwar immer noch ein bisschen skeptisch, was den Online-Modus angeht, aber ich lasse mich gerne überraschen. So, komm, wir nehmen das Ding. Yeah. Drücke Tab, um dein Pip-Boy zu öffnen. Mache ich. Oh ja, ganz cool. So, wir haben natürlich noch gar nichts außer unserem Volt-Anzug. Den lasse ich mal besser an. Jo, nix. Absolut gar nichts. So, 23. Oktober 2112. 2. Verlasse Volt 76. Echt, jetzt schon? Sofa sitzen. Oh, da ist Kotzwurf. Naja, Quatsch. Mr. Handy. Kotzwurf heißt er bestimmt nicht. Aber das hier. Hallöchen. Da darf ich nicht rein. So, hier geht's also offiziell los. Hier hat eine fette Fete stattgefunden. Ja, ja, ist gut, mach wieder weg. Ah, wir haben Licht. Tippitoppi. Boah, viel zu sehen gibt's hier in der Volt auch nicht, ne? Das sind alles dieselben Zimmer wie unten. So wie es aussieht. Ach, guck mal, hallo. Ja, lach du nur. Oh, geil. Geil. Okay, die Steuerung ist ein bisschen schwammig, habe ich das Gefühl. Oder? Kommt mir das nur so vor? Das kann auch sein. Fußball. Fußball. Dabei mag ich Fußball nicht mal. Aber es ist cool, dass es geht. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Entschuldige, ich bin Langschläfer. Schon vergessen. Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Ich sehe es ja. Kommen Sie lieber in die Gänge. Okay, okay, ich gehe ja schon. Mein Gott, ihr wollt mich alle hier zwanghaft loswerden. Dabei wollte ich eigentlich noch rumgucken.
Wie heißt du? Crutchley. Okay. Kein Kotzwurf. Cafeteria. Oh, wer bist du? Worthy. Ganz richtig, Sir. Kostenlose Drohung. Oh. Nehme ich natürlich mit. Wenn es kostenlos ist, ab in die Tasche damit. Was? Dein Durstbalken leert sich mit der Zeit und wird rot, wenn du ausgetrocknet bist. Ich habe Durstbalken? Ach, war es tatsächlich? Ja, ich muss doch noch was essen. Ich glaub's ja nicht. Das hat mir bei Fallout immer so ein bisschen gefehlt, hier so ein kleiner Survival-Untouch mit Essen und Trinken. Ein Reaktorraum. Was gibt's hier? Geil. Mitnehmen. Stimpaks und Redaway. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pipboard. Jo, mach ich. Was gibt's hier? Also bitte. Ein eigenes Stromnetz aufzubauen und Ihren eigenen Strom zu erzeugen. Wie schwer kann das schon sein? Was habe ich jetzt aufgehoben? Was habe ich aufgehoben? Nein. Aufbereitetes Wasser, das ist gut. Ah, ich habe Müll aufgehoben, kann das sein? Schrott? Yo. Sonst irgendwas? Nö. Was die Infrastruktur in Appalachia angeht, ich schätze, es gibt keine. Naja, macht nix, kein Problem. Schon gut. Sie müssen alleine durch diese riesige Vault-Tür treten. Außer natürlich neben Ihnen befindet sich noch jemand, was ich übrigens empfehle. Nee, hier befindet sich keiner mehr. Ich bin völlig alleine. Mal Licht. Ach, ich würd mir gerne die ganze Vault hier mal in Ruhe angucken können. Oh, das Aufseherbüro. Gibt's hier noch irgendwas zum Abstauben? Nee? Schade, noch ein Partyhütchen oder wir können noch mal reingucken. Ich werde es zwar überhaupt nicht alles vorlesen. Könnt ihr gleich mal vergessen. Ja, komm, was soll's? Ich will hier raus. Oh, ich kann es kaum abwarten. Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Tetanus hervorrufende Hütte nach der anderen. Alles klar, nehme ich mit. Ist das meine mobile Werkbank? Drücke Z, wenn du dich in der Wildnis befindest. Ah, cool. Alles klar. So, kann man hier plündern? Nö. Frechheit. Hier noch ein paar Voltanzüge mitnehmen, so 200 Stück oder so. Auch nicht. Was? Gib das Holoband der Aufseherin ab oder wirf es aus. Ich habe ein Holoband? Wo habe ich ein Holoband? Oder war das im Computer drin? Muss ich nochmal gucken. Ja, ist gut. Warte mal, ist da ein Holoband drin? Ah ja, Holoband abspielen. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation? Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden oder wo wir anfangen sollen.
Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Alles klar. Cool. So. Es hakelt ganz ab und zu ein ganz kleines bisschen. Aber das stört mich jetzt nicht weiter. So, wir müssen also die Aufseherin finden. Oder wir können die Aufseherin finden. So, bin ich hier richtig? Jo. Sieht ganz so aus. Ach, muss ich mir jetzt noch ein Filmchen angucken oder wie oder was? Hey, ich Paul. Weiß, dort draußen wird es beängstigend. Aber ich weiß auch, dass sie nicht nur überleben, sondern auch Erfolg haben werden. Skillkarten nehmen, okay. Oder mit schwarzem Gesch. Was? Okay. Na ja, klar. In einem Team erhältst du 5% mehr EP. Ist da noch eine andere? Nee? Z, C. Erste Hilfe. Action Boy. Hm. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Leimhagen, Gladiator. Ich blick das nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, das wäre vielleicht nicht schlecht. Bleimagen. Ja, komm, nehmen wir das. Jo. Das kann schon mal nicht schaden. Okay. Stufe 2. Geil. Geil. So, da vorne ist die Wolltür. Was, die geht auf? Tatsächlich. Achso, ja. Ich vergesse immer, dass es keinen Third Person hier gibt oder dass ich noch nicht rausgefunden habe, wie. Boah, cool, cool, aber ihr wisst Bescheid, ne? Macht's gut. Ciao.